Einen wunderschönen, meine Damen und Herren, liebe Lieben, mein Name ist Oswegoff, ich bin der Medios. Es geht um Erste Hilfe und es geht auf Weihnachten. Plötzlich und unerwartet, klingonisch, ist aber so. Und ich möchte euch mal so ein paar Sachen an die Hand geben, die mir so persönlich als Weihnachtsgeschenk, die auch tatsächlich Freunde von mir gekriegt haben oder kriegen. Und zwar geht's um Weihnachtsgeschenke, aus meiner Sicht, unter 20 Euro. Weihnachtsgeschenke unter 20 Euro, die tatsächlich Leben retten können. Das ist kein Witz. Also das hier ist jetzt nicht das Witz des Tagesgesicht. Gerade wenn ihr da draußen irgendwo im Wald und auf der Heidi unterwegs seid, ganz egal ob Survival oder Bushcraft oder was auch immer, ist das, was euch als allererstes und am allerersten zu schaffen macht, Bagatellverletzung an unseren wichtigsten Werkzeugen als Homo sapiens, an den Händen. Das können Splitter sein, wo keine Splitter hingehören. Und generell gehört in die Haut eigentlich nichts, was irgendwie splittert. Eigentlich. Bagatellverletzungen durch Schnitte. Mit dem Outdoor-Messer geschnitten, beim Gemüseschneiden geschnitten, an einer Glasscherbe vielleicht an Stück Metall von einer Konserve oder so. Und solche Verletzungen können euch im Zweifelsfall richtig aus der Bahn werfen. Aus dem ganz einfachen Grund, weil sie euch in euren Grundfertigkeiten da draußen im Wald und auf der Heidi richtig, richtig, richtig ans Bein pullern. Das ist nicht nur doof, das kann mitunter richtig gefährlich werden. Wenn du dich jetzt in Schnitt und so weiter und so fort, wenn jetzt irgendwie noch beschissenes Wetter, also norddeutscher Frühsommer so mit 4 Grad und Sprühregen bei Windgeschwindigkeiten um 100 km/h dazu kommen, dann seid ihr innerhalb von 3 Stunden, habt ihr Temperatur und Haptik eines angetauten Fischstäbchens. Das ist nicht halb so witzig, wie es klingt. Da wäre es ganz witzig, wenn wir unsere Hände irgendwie so versorgen könnten, dass die tatsächlich einsatzfähig sind oder bleiben. Und gerade wo wir irgendwie beim Thema Temperatur und dem What shall we do with the Krankenpfleger sind, wäre vielleicht auch eine Rettungsdecke ganz witzig. Übliches Spiel, Griff in die rechte Oberschenkeltasche. Die den Kanal schon länger verfolgen, wissen es. Da erzähle ich nichts Neues. Ich erfinde auch nicht das Rad neu. Was ich grundsätzlich dabei habe, das ist ein Tourniquet. Cat Generation 7. Das, was ich dabei habe, ist meine Lieblingstraumabandage. Und das, was ich dabei habe, in der linken Oberschenkeltasche, ist eine Rettungsdecke. Und damit seid ihr zu guten, ich will jetzt nicht sagen 112%, aber damit seid ihr schon wahnsinnig weit dabei. Aber es gibt da noch etwas, das haben zum Beispiel meine Kinder in ihrem Schulranzen. Das ist so ein kleines, nennt sich Erste-Hilfe-Set. Ist so eine Mischung aus Pflasterei und wir machen es mal auf. Wir gucken mal. Also, hier haben wir ein Hautreinigungstuch. Finde ich gar nicht schlecht. Hier haben wir unterschiedlich große Pflasterstreifen. Die finde ich auch cool. Aber das, was ich richtig cool finde, das ist das hier. Und das ist eine Eskalationsstufe zwischen Pflaster und zwischen Traumabandage. Und aus meiner Sicht viel, viel geiler als das klassische DIN-Verband-Päckchen. Denn, das ist im Grunde ein kleiner Verband. Ich bin irgendwie gestürzt, habe mir hier die Handfläche aufgeschürft. Graf zum Äußersten, habe hier schon mal, könnt ihr das sehen? Da ist eine Wundauflage. Hier habe ich einen Pflasterstreifen. Ja. Da mache ich jetzt die Wundauflage auf meine Handfläche. Gehe hiermit locker rum oder Cognac, je nachdem wer fragt und wer antwortet. Habe hier einen zweiten Pflasterstreifen. Und habe das Ganze vernünftig abgedeckt. Erste Hilfe kann einfach. Muss es aber nicht. Das wäre zum Beispiel eine Überlegung. Muss es immer ein Cat sein? Es kommt ein bisschen darauf an, was ihr vorhabt und wer fragt und wer antwortet. Wenn ihr jetzt pünktlich zur Saison euer Feuerholz selber macht, dann macht so ein Tourniquet durchaus Sinn. Denn so eine Kettensäge kann durchaus mal bleibende Eindrücke hinterlassen.
die in unbehandelt mit dem menschlichen Leben nicht so ohne weiteres zu vereinbaren sind. Ich habe hier mal ein kleines Bild und das ist wirklich nur eine Übungspuppe. Inspiriert ist aber dieses Bild von einem Kunden von mir. Dieser Kunde ist Garten- und Landschaftsbauer in der Nähe von Karlsruhe. Und der hat mit einem Subunternehmer einen Auftrag angenommen und dieser Unterauftragnehmer hat ein wahnsinnig teures Material investiert, was so die Schnittschutzhose angeht, nämlich in die aus dem Discounter. Da war gerade irgendwie beim Discounter des Vertrauens große Angebotswoche mit Schnittschutzhosen. Der Haken an der Sache ist, dass diese Schnittschutzhosen für den professionellen Einsatz eigentlich gar nicht zugelassen sind. Die haben wirklich nur Dreiviertel oder ich glaube zwei Drittel Schutz an Schnittschutz, also nur um das Bein vorne rum. Und der ist beigegangen, stand dann mit einem Bein auf dem Baumstamm beim Zerlegen. Die Säge ging durch das Holz durch, machte den Schwinger nach hinten zwischen den Beinen durch. Machte aber wieder die Rückbewegung nach vorne und hat dabei das Wadenbein durchtrennt und mit dem Wadenbein leider Gottes auch die zum Fuß führenden Arterien. Besagter Kunde hat seitdem mehrere Trauma-Kits in den verschiedenen Fahrzeugen und an verschiedenen Stellen so verbastelt und vor allem hat jeder so ein Trauma-Kit tatsächlich am Mann und das ist ein Garten- und Landschaftsbauer. Wir reden hier nicht von jemandem, der jetzt irgendwie auf Kaliber 9 mm oder 5,56 NATO oder so rausgibt, sondern von jemandem, der tatsächlich im professionellen Einsatz mit Kettensägen arbeitet. Warum macht das? Weil er es kann und weil er es verstanden hat. Finde den Fehler. Funktioniert. Funktioniert wie Hölle mit Allrad. Dieser Unterauftragnehmer ist übrigens durch eins dieser Trauma-Kits gerettet worden. Nur mal so am Rande. Also wie gesagt, muss es immer ein Cat Generation 7 sein. Das liegt immer dran, das hängt immer ein bisschen davon ab, was ihr vorhabt. Wenn ihr tatsächlich mit derartigem Gerät unterwegs seid, wenn ihr irgendwie Sportschütze seid, und ich bin selber bekennender Großkaliber-Sportschütze, dann machen gewisse Gerätschaften durchaus Sinn. Ich habe in 5 Jahren oder fast 6 Jahren habe ich 4 Tourniquets anwenden müssen bei Verkehrsunfällen und habe die jedes Mal anstandsfrei und ohne großes Gelaber oder so ersetzt gekriegt. Inzwischen sieht es so aus hier in der Region. Da ist man im Rettungsdienst damit schon sehr, sehr gut aufgestellt. Da sind aber auch die Damen und Herren aus dem Rettungsdienstpersonal sehr, sehr gut aufgestellt. Es sah dann so aus, Rettungsdienst kam, sah Tourniquet und sagte, hast du fein gemacht? Also ich kann das Ding bei uns abrechnen. Ich hätte hier in unbenutzt, me Tourniquet, es du Tourniquet. Er hat mir seins in die Hand gedrückt und dann haben wir getauscht und fertig war der Lack. Karo einfach. Finde ich gut. Finde ich Herr und Frau Vorrang. Finde ich total geil. Das sind so Situationen, wo ich da echt, auf die ich echt total abfahre. Ist vielleicht mal ein ganz persönlicher Granatsplitter im Frontallappen. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, also wir haben das Erste-Hilfe-Set, wir haben Traumabandage angesprochen, wir haben Tourniquet angesprochen, Rettungsdecke. Rettungsdecke ist im Grunde der schwarze Offiziersmesser im Survival. Weil ihr könnt damit Erste Hilfe, ihr könnt damit. Aber auch Survival, tatsächlich Survival. Also ihr könnt Wasser sammeln, ihr könnt einen Unterschlupf bauen, ihr könnt euch vor großem Wärmeverlust schützen. Wichtig hierbei ist, dass ihr euch in diese Rettungsdecke nicht eindreht wie Hertha die tanzende Fleischwurst, sondern da sollte zwischen euch und der Decke schon so 2, 3, 4 Zentimeter Platz sein. Denn die funktioniert nach dem Prinzip der Reflexion. Und das mit der Reflexion wird nichts, wenn ihr euch da drin eindreht wie Presswurst. Das wird nichts. Ganz im Gegenteil, wenn die tatsächlich richtig auf der Haut anliegt und es gibt tatsächlich Lehrgänge in diesem unserem Land, da wird das taktikul ausgebildet, dass man demjenigen im Grunde so eine Art Rettungswindel damit umplünnt. Nur ist das Problem, dass dann die normalen Klamotten wieder drüber, weil die Decke an sich sieht ja doof aus, die fällt ja auf. So, und jetzt geht derjenige in normale militärische Klamotten. Mal ganz abgesehen aus welchem Material. Jetzt regnet es draußen Kuhscheiße. Und dadurch baut ihr im Grunde aus dem Patienten einen aktiven Wärmetauscher. Das heißt, das, was ihr da verhindern wollt, dass der auskühlt, das passiert durch die Verdunstungskälte über diese Folie sogar noch schneller. Und somit habt ihr aus einem relativ gesunden Patienten eventuell
innerhalb von 3 Stunden jemanden, der, wenn ihr Pech habt, reanimationspflichtig wird. War das dann zielführend? Überlegt mal, ob das tatsächlich mit Taktik-Cooling so richtig ist. Ich gebe euch mal ein Video dazu hier oben. Und dann dürft ihr euch herzlich gerne euer eigenes Bild machen. Für Erste-Hilfe-Material ein gescheites Behältnis wäre jetzt auch nicht so richtig verkehrt. Auch da kommt es sehr darauf an, was ihr vorhabt. Seid ihr mit einer Gruppe unterwegs, darf dieses Täschlein durchaus ein bisschen großzügiger gestaltet sein. Wenn ihr tatsächlich mit Wassersport unterwegs seid, dann darf es auch gerne irgendwas Wasserdichtes sein. Oder wenn ihr zum Beispiel mit Expeditionsmobilen unterwegs seid, dann darf das Ganze auch ganz gerne staubgeschützt sein etc. Und auch da gibt es was. Nein, nicht von Rad zu fahren, aber rein zufällig kenne ich jemanden, der mit dem Material handelt. Wie Rani Rossmann immer so schön sagt, billige Eigenwerbung. Aber Schulz, endlich hat er recht. Letzten Endes findet ihr dieses Material bei mir im Shop. Ihr findet da auch noch sehr, sehr viel andere Sachen zum Thema Erste-Hilfe-Equipment. Da es gerade wieder auf Saison mit Kaminofen und Kerzen und sowas alles zugeht, passt auf, was ihr da tut. Das ist kein Witz. Ja, plötzlich und unerwartet war es kalt draußen und dann kommen Leute auf die beklopptesten Ideen. Ganz egal, ob das der Einmalgrill in einer geschlossenen Wohnung ist, der dann zur Kohlenmonoxidvergiftung und zum Tode führt. Oder, die muss ich euch erzählen. Meine 26-jährige Ziehtochter ist mit männlichen Persönlichkeiten in Schwedistan, im Land des Lagerfeuers. So, die sind da an einer Stelle, wo die tatsächlich auch Lagerfeuer machen können und dürfen. Es ist genügend Feuerholz da, es ist in mundgerecht aufbereitet, es ist geschlagen. Und da versucht ein 20-Jähriger Feuer zu machen. Ich weiß nicht, was wir da gerade an geistigen Verkehrsunfällen ranziehen, ne? Aber da sitzt ein 20-Jähriger mit einem Stück Holz und einem Feuerzeug drunter. Grundsätzlich, wenn ich denke, dass ich alles gehört und gesehen habe, ne? Diejenige, die es letzten Endes gerichtet hat, war besagte 26-jährige Ziehtochter, die erstmal Zundermaterial geholt hat, ihre Feuerstelle nach Feng Shui gerichtet hat, das alles schön portioniert hat, dann das Zundermaterial angemacht hat, kleinere Stöcker draufgelegt hat, größere Stöcker draufgelegt hat, noch größere Stöcker. Und dann hatte man irgendwann auch tatsächlich ein Lagerfeuer, auf dem man Stockbrot machen konnte. Aber die männlichen Homo sapiens waren im Erstangriff dazu nicht im Stand und in der Lage. So, und jetzt an die Crash- und Checker-Kids da draußen. Wenn ihr mir als 51-Jährige erzählt, Darmkrebsvorsorge ist ja voll peinlich. Ihr seid tatsächlich der Meinung, ihr startet eine Revolution. Guckt mir mal tief in die knallrot unterlaufenden Augen. Eure Generation oder große Teile eurer Generation kriegt noch nicht mal unfallfreien Elektrorasen mehr angerissen. Also macht den Kopf zu. Unfassbar. Ausgerechnet die Fertigkeit, die uns von den meisten oder viele von uns von den meisten Primaten unterscheidet, nicht im Stand und in der Lage. Was machen die Kids denn heute? Das ist echt zum Aussaugen. Unglaublich. Also bitte. Bringt euren Kindern gefälligst richtig Feuer machen bei. Das muss nicht mit dem Feuerstahl sein, das muss nicht irgendwie Tumperlumper, Kinky Linky oder so. Ein gescheiter Zunder und ein Big Feuerzeug, that's it. Keep it stupid simple. Ich mein's todernst, wirklich. Das ist alles keine Raketenwissenschaft. Und das sind Tätigkeiten, das sind Fertigkeiten, die uns von Schimpansen und Orang-Utans unterscheiden. Eigentlich. Also die meisten von uns. Unglaublich. Meine Damen und Herren, wenn ich für euch das Richtige nicht angesprochen habe, wenn ihr bei mir im Shop nicht auf Anhieb das Richtige findet oder wenn ihr der Meinung seid, dass einer eurer Nächsten ganz gerne sich selber aussuchen darf, wen oder was er denn ganz gerne unterm Bäumchen liegen oder danach haben möchte, dann gebe ich euch unten in der Videobeschreibung einen Link dazu, in der Hoffnung, dass alle tatsächlich froh und glücklich werden. Auch über Schulung darf man mal laut nachdenken. Ja, ich sitze hier in Norddeutschland, aber Norddeutschland ist immer noch Deutschland und es ist auch nicht das Ende der Welt. Meine Damen und Herren, mir war es ein inneres Blümchenpflücken. Passt auf euch auf.
Bis zum nächsten Mal. Showtime, folks.